Liebe Freunde des Instituts der Region Europas, ich freue mich sehr, Ihnen eine kleine Videobotschaft senden zu dürfen. Ich möchte bei dieser Botschaft den Blick einmal über die Krise hinauswagen und vier Baustellen aufzählen, die es meines Erachtens nach der Krise zu bearbeiten gibt. Die erste Baustelle ist die, dass wir natürlich die sozioökonomischen Konsequenzen dieser Krise bewältigen müssen. Es geht darum, so viele Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten, wie es eben nur geht. Die zweite Baustelle, die ich nennen möchte, ist die der Freiheiten. Der Staat hat in den letzten Tagen und Wochen massiv bürgerliche Freiheiten und Bürgerrechte eingeschränkt. Und nach der Krise müssen genau diese Einschränkungen wieder zurückgenommen werden. Ein Thema, das gerade mir als Liberaler sehr am Herzen liegt. Eine dritte Baustelle ist die der Lehren. Welche Lehren ziehen wir eigentlich aus dieser Krise? Können wir nach der Krise noch genauso funktionieren, wie wir es vor der Krise getan haben? Oder müssen wir nicht auch das ein oder andere in Bezug auf unseren Lebensstil einmal hinterfragen? Und die vierte Baustelle, die ich nennen möchte, ist die der Europäischen Union. Wir erleben gerade, wie große europäische Errungenschaften zurückgenommen werden. Ich denke da insbesondere an die Schließung von Staatsgrenzen. Ostbelgien ist ein Gebiet, das sehr stark von Grenzen geprägt ist, nicht nur von kulturellen und sprachlichen, sondern eben auch von Staatsgrenzen, von politischen Grenzen. Wir grenzen an die Bundesrepublik, an Luxemburg und an die Niederlande. Unser Leben ist sehr stark vom grenzüberschreitenden Miteinander geprägt und das wird gerade massiv eingeschränkt. Und nach der Krise geht es eben genau darum, diese großen europäischen Errungenschaften wiederherzustellen. Wir brauchen nach der Krise wieder ein grenzenloses Europa. Das wünsche ich mir. Ihnen, werte Damen und Herren, wünsche ich in der Zwischenzeit, dass Sie gesund bleiben. Machen Sie es gut und hoffentlich bis sehr bald.